grüne Tomate. Ha. Ist die noch nicht reif oder gibt es sowas wie grüne Tomaten wirklich? Also welcome, Mr. Agent. Reif. Hi, Olivia. Ich giftig. Let me have your special for today. And some fresh coffee. Our special today is turkey. A turkey and gravy sandwich. Sound good? Oh, perfect. Emily, you eat something too. It'll be on the FBI. Okay, then. I'll go all out. I'll have the T-bone steak. I usually can't order it because it's a little too expensive. Ja, ich glaube, während ich hier sitze, verdiene ich mehr als dieses T-bone steak kostet. Mrs. Olivia Cormack, I am here for Mr. Stewart's lunch. If it is ready, I'd thank you a bunch. Yes, of course. Just a moment. Here you go. The usual. One turkey, strawberry jam, and cereal sandwich. Sounds like the sinner's sandwich. Self-inflicted punishment to atone for past sins. He's setting an example. Mr. Francis York Morgan, you should try this wonderful lunch. It's more than a delicious, tasty crunch. So says Mr. Stewart. No, that's fine. I've just ordered my own lunch. Mr. Francis York Morgan? I, that is. Mr. Stewart's order is delicious, I should mention. And Mr. Nick Cormack is a genius for creating this perfection. So says Mr. Stewart. Still, I have a hunch I might not like it. You sure that sandwich is that good? Mr. Francis York Morgan, making decisions based on intuitions is always a sign of bad FBI agents. So says Mr. Stewart. Harry, you're right. I'll give it a try. This is fantastic. It's really good. Olivia, I'm sorry, but can I change my order? I'll have what Harry is having. Das ist so super. Moment, hat er jetzt gerade von Harry's Sandwich einmal abgebissen oder wie? Huh. Weil er jetzt erst eins bestellt. Komisch. Nick and Diane. Ich hab echt Hunger. They hardly make the perfect couple, do they? Is it widely known that they go drinking together, just the two of them? To be honest, I don't pay attention to these things. Not into local gossip? Well, when I moved here, I was still in high school, and I kept wearing the same wild clothes from my school in Seattle. I was young back then. And before I knew it, there were rumors all over the school. She'll screw anyone. That's what they said. Totally unfounded, of course. Anyway, after that, I just sort of chose not to really trust gossip. I get where you're coming from. I used to dress like a hardcore punk rocker when I was in high school. You? A punk rocker? Nobody took my side. Even when I had good grades, people rejected me just because of what I wore. I was young back then, too. Even still, I just don't see you as a punk rocker. And you laugh? Look at you. No makeup on, dressed in uniform, eating a steak for lunch. Okay, back to work. Let's talk to Nick. Okay. Ach ja, ich weiß, es ist echt irgendwie... Die Dialoge sind einerseits so seltsam und so weird und die Animationen und es ist einfach alles so irgendwie komisch. Gleichzeitig aber auch irgendwie so charmant. Es ist einfach irgendwie... Na, hey, eine Karte von einer Karte. Cool.
Die sind irgendwie gleichzeitig witzig, aber geben den Figuren auch irgendwie ein bisschen Tiefe und Charme. Das ist irgendwie echt unfreiwillig komisch, aber gleichzeitig irgendwie schon auch gut. Oder? Geht nur mir so. Marilyn. Ja. Okay. Ich finde auch, ich habe gerade überlegt, ob ich das grundsätzlich gut geschriebene Dialoge finde. Und ich glaube eigentlich schon. Sie sind zwar weird, aber ich finde, die haben immer wieder... Also vorhin war irgendein... Ich glaube, als du mit ihr und dem Sheriff im Auto saßt, da haben die über irgendwas geredet, wo ich mir dachte, das ist ein gut geschriebener Dialog, der könnte so auch tatsächlich stattfinden. Manche Dialoge sind natürlich nicht, dass die so stattfinden können. Allein dieses... mit dem Typen, der die ganze Zeit in Reimen spricht. Ja, ja, gut, und so, aber das ist dann wieder halt so der ja. Stil und sowas. Das wäre echt ein Spiel, wo ein Hauch von Kojima cool wäre. Ich finde irgendwie, das hat auch so ein bisschen. Ich finde so Swery, Kojima und auch der Kerl, der No More Heroes macht. Wie heißt der? Fällt mir gerade nicht ein, der Name von dem, aber die haben irgendwie alle drei so einen gewissen... Suda 51. Die haben alle drei so einen gewissen Stil, den man teilweise auch irgendwie vergleichen kann. Aber natürlich ist Kojima mittlerweile in ganz anderen Budgetsphären unterwegs als die anderen beiden. Aber ja, die haben alle so was Gewisses. Kommst du gerne allein hierher? Frag ich das? Wahrscheinlich, oder? Dann willst du mich also auch hier belästigen. Ein privaten Ding zu schnüffeln gehört wohl zu deinem Beruf, was? Ich will einen Mörder schnappen. Ich werde alles tun, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Dann lass dich nicht abhalten, schnüffel ruhig weiter. Ich werde dich einfach ignorieren. Yeah, Informationsbonus. Reden wir mal mit den anderen auch noch. Olivia, können Sie mir bitte sagen, wofür das A und das G stehen? Habe ich mich auch schon gefragt. Oh Gott! Was ist das, ihre Stimme? Warum ist sie so quietschig und piepsig? Es tut ihr in den Ohren weh. Das steht für Apfel- und Grillsoße. Mein Mann war auf seine Grillsoße mit Apfelmus immer sehr stolz. Darum wählten wir das als Namen, als wir das Deine eröffneten. Oh Gott! Mein Gott. Nixvater riet uns als Namen, das zu nehmen, worauf wir stolz sind. Na, damit ist ja eine brennende Frage endlich beantwortet. Ich möchte Sie auch noch ein wenig zu Nick befragen. Ein wenig ist okay, was wollen Sie wissen? Oh, nichts Bedeutendes. Nur ein paar Dinge über ihn und Diane. Aha. Okay. Muss ich nochmal mit ihr reden jetzt, oder war das schon? War es das schon? Konnten Sie schon mit Nick sprechen? Nein, noch nicht. Gibt's denn was, das ich von ihm nicht hören sollte? Oh. Nein, nein, da gibt es nichts. Jeder in dieser Stadt hat was zu verbergen, anscheinend. Diane sagt, am Tag des Mordes mit Nick etwas getrunken zu haben. Ich frage mich, was Olivia machte. Mhm. Na gut, schauen wir mal. Jetzt darf ich ja wohl in seine Küche, hoffentlich. Hey, I'm working here. You can't just stroll into a chef's kitchen. Scheint doch nicht. Wir können auch über den Tresen. Then perhaps you would give me your permission to enter. No, get the hell out of here. Zach, everyone has their own sanctuary. Let's leave him in his. Okay. Hey, und ich finde das übrigens so cool, muss ich mal kurz sagen, dass in ein und demselben Jahr ein neues No More Heroes und ein Nachfolger von Deadly Premonition kommt. Zwei Spielreihen, die ich echt total cool finde und die alle eben ihren eigenen ganz besonderen Charme haben und bei denen ich von beiden nicht unbedingt einen Nachfolger erwartet hätte. Von No More Heroes eher noch, aber hier nicht. Das ist schon echt cool. Von Suda 51 und Swery, zwei quasi für ihre Verhältnisse große Titel im selben Jahr für die Switch. Total cool. Okay, Nick, reden wir. Worum geht's denn? Oh, ich hätte jetzt gedacht, das ist ein vertonter Dialog. Können Sie mir sagen, was Sie in der Nacht, als einer ermordet wurde, machten?
Ich war mit Diane in der Bar. Worüber haben Sie beide gesprochen, Nick? Rembrandt und Turner. Gibt's da ein Problem? Nein, kein Problem. Falls Sie denken, dass Diane den Mord begangen hat, irren Sie sich. Nein, darum geht's nicht. Ach, dann sind Sie also hinter mir her. Da liegen Sie wieder falsch. So viel also zum Thema FBI. Auch darum geht es nicht, Nick. Ich glaube, dass sie beide verheimlichen etwas. Okay. Wenn Leute etwas verheimlichen, merkt man das an ihren Reaktionen. Den Augen, dem Schweiß, den Händen, den Lippen und ähnliche Signale. Ich arbeite hier. Wenn Sie nichts bestellen wollen, dann raus. Naja, okay. Nick bestätigt Dianes Geschichte. Es ist kein richtiger Beweis, aber es unterstützt ihr Alibi. Ja, aber die beiden könnten unter einer Decke stecken. Ich glaube, wir sollten nochmal mit Olivia reden. Zack. Okay. There's something I'd like to confirm with you, Olivia, if that's okay. Yes. Well, so long as it doesn't take too long. First, what were you and Nick doing on the night of the murder? I was here in the diner. Nick said he was going to the bar for a couple of drinks. Does he go to the bar often? Leaving you to hold up the fort? Yes. He says he enjoys the conversation with Diane. I thought they went drinking again together that night. Do the three of you ever go drinking together? Well, you see, I'm really not into art. And your husband is well versed in the arts then, I take it? Oh, yes. Looking at art and talking about it is his way of relaxing. People just aren't what they seem. Like a certain someone who was into punk rock 10 years ago. You are absolutely right, Emily. But you can be an art lover and a liar at the same time. One more thing, Olivia. You just said that you aren't interested in art. That's right. And... So, how come I bumped into you at the art gallery? Didn't seem like Nick brought you there. You were there alone. I like trees, is the thing. That's why I went there. Surely you'd be better off in the forest rather than an art gallery, then. I think you went to the gallery not to see trees, but to see Diane, right? You don't want to answer? Or perhaps this isn't the right place to ask. Meet me in the backyard. You can get there from the parking lot. I'll wait for you there for an hour after we close up. Warum brauche ich dafür einen Schlüssel? Okay, Schlüssel zum Hinterhof. Warte. They close at 2100. Should we get something to drink and wait? Puppe, die doch umdrehen das Wetter vorhersagt. Ach, ich dachte schon, mit so einer Wetterpuppe kann man das Wetter verändern. Das wäre komisch, weil an manchen Stellen muss von der Story her auch, und also in gewissen Quests muss das Wetter manchmal gewisse Zustände haben. Nein! What happened? Ein Softwarefehler geendet, aufgetreten. Oh Gott, nein! Ich bin gespannt, wo... Oh Gott. Das ist scheiße. Aber es sind jetzt noch 8 Minuten bis 12. Die Software will einfach auch nicht mehr. Ja, aber hey. Schauen wir mal. Das ist echt doof, dass das Spiel abstürzt. Das hätte ich nicht gedacht von dem Spiel, dass das passiert. So viel zur so, ich habe noch gesagt, die ist stabil, die Version. Die kann ich empfehlen. Naja. Schauen wir mal, ob es irgendwo ein Autosave gegeben hat. Weil ansonsten ahne ich ganz Schlimmes. Oh.
schauen wir mal. Previously during the investigation. F.K. In the coffee. I knew I could count on. Stehen wir in der Kunstgalerie, glaube ich. Perpetrator. Bit off Anna's tongue. Huh? Jackpot, Zack. What a shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Oh, well, there's an old story, folklore. It's a fairy tale to me. Something about a killer in a raincoat who appears on rainy nights. She had a red dress on. She was a goddess. It's starting to rain. I think this case may take a while. Ja, vor allem wenn er abstürzt. Ja, wisst ihr, nach einer Cutscene, das ist besonders blöd irgendwie, weil da habe ich jetzt schon wieder Angst, dass es wieder passiert. Ja, ich habe hier anscheinend gespeichert. Ich glaube, ich kann nicht mehr erinnern. Ich habe im Diner immerhin gespeichert. Ich weiß nicht, ob die Dialoge schon geführt wurden, wahrscheinlich noch nicht, aber da können wir uns bestimmt schnell durchklicken. Glück gehabt. Dann ist nicht viel verloren gegangen. Na gut, das war jetzt ein Einzelfall. Sowas kann passieren. Schauen wir mal, ob es noch öfter passiert. They close at 2100. Okay. Aber mal. So hat es funktioniert jetzt zumindest, dass es nicht wieder abstürzt. Moment, es stürzte vorher im Ladebildschirm ab, oder? Weil ich noch irgendwas von Wetterpuppen erzählt habe. Okay, puh. Gut. Immerhin. Agent York, what do we do now? I want to hear what Olivia has to say. Let's kill time until the diner closes. Okay, then I'm gonna make a trip back to the department. I'll see you in the backyard later. Okay, sounds good. Ich dachte, wir gehen was see you later trinken. Then. Huh? Hat sie nicht vorher gesagt, dass wir irgendwo was trinken gehen, während wir warten? Back about Olivia. I presume she wants to tell us something about Nick and Diane. Let's hope it's not just something for the gossip columns. Eine halbe Stunde noch, bitte. Ah! Ich hab echt schon so Hunger. Ich hab nämlich heute noch nichts gegessen. Ja. Außer einen Joghurt heute Morgen. Also mit heute Morgen meinen wir so gegen 17 Uhr. Heute Nachmittag. Das muss man vielleicht dazu sagen, dass unser Schlafrhythmus momentan komplett die Hölle ist. Das stimmt. Ich bin heute tatsächlich um 5:30 aufgestanden. 5:30 heute Abend. Nee, ich bin ein bisschen früher schon wach gewesen. Aber ja. Aber du hast auch bis spät in die Nacht noch gelernt. Muss man auch sagen. Ja, bis frühmorgens. Bis frühmorgens, ja. Wie gesagt, unser Schlafrhythmus ist momentan wieder komplett im Arsch. Au. Ja, ich hoffe, dass jetzt bald irgendwann der Tag kommt, wo ich den ganzen Tag verschlafe, damit ich dann wieder in einem normalen, also in einem, in Anführungszeichen, normalen Rhythmus bin. Jetzt mit Corona waren wir beide die ganze Zeit zu Hause und haben halt einfach dann immer bis spät in die Nacht Netflix geguckt oder sowas. Und da wird's halt, wie man das kennt, das kennen wahrscheinlich viele. Und jede Nacht wird's halt dann immer so eine Stunde länger, die man wach ist und guckt. Und ja, dann genau. Noch eine Stunde, noch eine Stunde und irgendwann ist man um 8 Uhr morgens wach und denkt sich, wie konnte das passieren? Ja, genau. Oder um 9:30 und denkt sich so, damn it. Ja. Und dann denkt man, und ich denke mir dann immer, ach, ich bleib jetzt wach, weil dann habe ich wieder einen normalen Rhythmus, aber es funktioniert dann nicht, weil dann irgendwann kurz vor Mittag schlafe ich dann doch ein. Und dann war es das wieder. Einige sagen, das Spiel sähe älter aus, als es ist. Die Figuren sehen nicht schlechter aus als die in Silent Hill Homecoming. Und das ist ungefähr genauso alt. Das stimmt. Schon. Finde ich auch. Ich finde, die Hauptcharaktere, die sehen gar nicht so beschissen aus für 2010. Die sind okay. Es sind halt viele Texturen verwaschen. Wenn man so durch die Welt fährt, das sieht teilweise schon irgendwie nicht schön aus. Und Nebenfiguren, Statisten vor allem, die sind halt wirklich fast schon unheimlich. Aber ich finde die Hauptfiguren, bei Emily denke ich es mir auch immer, und bei ihr, die sehen eigentlich voll in Ordnung aus. Voll angemessen. Was machen wir denn jetzt bis 21 Uhr? Vielleicht machen wir wirklich ein bisschen länger.
Ich habe doch auch gemeint, dass wir ein bisschen länger machen, weil ja nächste Woche gar keine Streams stattfinden. Vielleicht mache ich wirklich ein bisschen länger. Du musst nicht unbedingt mitmachen, wenn du raus willst. Ich will nicht für dich sprechen. Jetzt passt auf, der Waffenladen hat noch nicht offen, bei der Tankstelle waren wir schon. Wisst ihr was, dann würde ich sagen, ich rauche jetzt eine. Im Spiel natürlich. Damit die Zeit vergeht und dann treffen wir uns noch auf dem Hinterhof mit Olivia. Ich will immer Oliver sagen. Zack, don't you think there are a lot of good-looking women in this town? It's like heaven compared to the town we grew up in. Do you remember Liz? Prom Queen? Elizabeth Scott Moore. She could be royalty with a name like that. But you know, she was like an actress from a B-movie, wasn't she? Bleached blonde hair, too much makeup, clothes showed off her cleavage, and that mole by her mouth. Say, Zach, were you with me back then? You know, that mole was made with makeup, right? We happened to be on the same bus once. I saw her drawing it on with makeup. I wasn't surprised, I guess. Just impressed that she would go that far to create that image. Do you remember that movie we went to go see that day? I'll give you a hint. It was the fourth in a popular series, and was produced by Menahem Golan's Canon Films. Figured it out, Zach? Think it over, then. Call it your homework until next time. Oh, ist das gemein. Ich würde jetzt echt gerne wissen, um welchen Film es geht, aber naja. Und Metatron, ja, das Problem ist, dass bei mir Kaffee nicht wirklich funktioniert. Ich versuche mir das immer einzubilden, dass ich wacher bin, nachdem ich Kaffee getrunken habe, aber irgendwie bin ich nicht wacher, nachdem ich Kaffee getrunken habe. Okay, 21 bis 22 Uhr. Bis 21 Uhr sollen wir jetzt die Zeit vergehen lassen. Da müssen wir aber viel rauchen. Schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert mit den Zigaretten. Und Energy trinke ich grundsätzlich übrigens nicht. Ich habe einmal so ein Energy-Drink. Das war aber, glaube ich, wirklich ein Konzentrat oder so, was ich getrunken habe. Und danach hatte ich wirklich stundenlang krasses Herzrasen. Und ja, das war nicht so toll, deswegen... Muss ich jetzt hinten auf die Uhr achten wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Kannst du da selbst raus? Ja, auf B, denke ich. Ah. 8. Ich gehe mal um 9 raus. Ja, hat funktioniert. Ah. Aha, ja, warum nicht? Du hast jetzt einfach da 6 Stunden lang geraucht. Ja. Finde ich gut. Ja, mir geht's auch so. Ich bleib auch nicht wach vom Koffein. Ich will es mir auch immer einbilden. Aber ich glaube, beim Kaffee ist es eher so der bittere Geschmack, der mir so ein bisschen ganz kurz einen... Oder das Machen des Kaffees. Beim 24-Stunden-Stream denke ich mir immer. Oh, da kommt Nick. Oh, du. Nee, ich treffe mich nicht mit deiner Frau, um heimlich über dich zu reden. Ist schon okay. Ich rauche hier nur. Seit 6 Stunden. Muss ich jetzt mit dem reden? Ich komme gar nicht an ihm vorbei. Hä? Was starrst du denn so? Oder so ähnlich. Information, $19. Cool. Wusch. Ach, Konzentrate sind mittlerweile in Deutschland nicht mehr frei verfügbar. Na dann. Ist ja lustig, ich hatte nämlich dieses... Ich glaube, das war sogar Red Bull-Konzentrat, damals in meiner Erstsemester-Tüte drin. Ich habe das auch noch geschenkt bekommen, tja. Well then, Olivia, talk to me. Yes. In the beginning, Nick only went to the gallery during the day. But he went so often, at some point he became friendly with Diane. They started going out drinking together, and now he doesn't come home until early morning. He always says that they were only drinking when I asked. He blames me for not being able to talk about Turner and Rembrandt, which of course I can't, can I? So what can I say? Finally, I couldn't take it anymore, so I followed him. He did go to the bar,
to start with. Diane was there too, but the real problem is where they go to next, right? So I waited outside the bar to see where they might go, and they eventually left the bar and headed for the art gallery. But it was already early morning, but it was still dark. Just before going inside, Diane turned around. It should have been too dark to see me, but I swear, her eyes looked right at me. They seemed to flash for a moment. I was so rattled that I left and went home. The next day, Anna was found dead. I didn't know what to do. I went to the gallery to talk with Diane about it, to confront her. But once I was there, I couldn't find the courage to go through with it. Then I saw you there, and I just felt I had to go home. Nick has been seeing Diane every night recently. He just left for tonight, too. I really don't know what to do. York, we need to take Nick in for questioning. No, not yet. This alone isn't enough. Emily, answer me. This is Emily. Agent York is with me, too. I've just received word from Thomas at the Sheriff's Department. Something has happened at Becky's house. He was called in by Quint, but he wasn't making any sense. We have no further details. I've sent Thomas over there. Can you go back him up? Yes, sir. One other thing. It sounded like he said, raincoat killer. This may well be related to the murder case. Take all due precautions. Uh-oh. No! It couldn't be! Nick? Oh, please, no! What can I do? Nick! Olivia, calm down. Emily, take care of Olivia. I'm heading over to Ben's. She lives in the big house over by the lake. Hurry! I'm told this isn't anything serious. Damn it, Zach. We may have screwed up during the investigation. Er war trotzdem 506 über 600 Dollar fürs Essen im Diner verdient, aber nicht schlecht. Ach, ich will auch FBI-Agent werden. Better hurry, Zach. I have a bad feeling about this. Becky's house is by the lake. Okay, we better hurry. Uh-oh, das Kapitel heißt schon das zweite Opfer. Es lässt nicht viel Raum für Interpretationen. Schauen wir mal. Wo musst du jetzt hin? Zu Becky's Haus. Wer ist Becky nochmal? Die beste Freundin von Anna war das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Hallo, Hardcore Jens, wie geht's? Ja. Anders ist eigentlich jetzt Hardcore. Ich frage mich gerade, ob die Straßen bei Regen noch glitschiger sind. Ich bin mir echt nicht sicher. Die Fahrphysik ist sowieso so komisch, aber jetzt könnte es tatsächlich sein, dass sie noch komischer ist. Ich bin mir echt nicht sicher. Oh wow, da hat man echt ein Limit. Da muss man innerhalb von 1,5 Stunden... Ich meine, das ist ewig lang. Stell dir vor, in der Kleinstadt kommt ein Notruf und dann dauert es 1,5 Stunden, bis die Polizei kommt. Aber trotzdem hat man dann ein relativ knapp... Oh nein. Ah, puh, alles gut. Ein relativ knappes Zeitlimit. Da darf man sich nicht großartig verfahren.
was ich hoffentlich nicht mache gerade. Und es sieht schon richtig aus einigermaßen, was ich hier zusammen fahre. Sehr interessant, Metatron, dass du das so als, ja, als Medikament im Prinzip benutzt. Gar nicht gewusst. Aber wie gesagt, ich kenne mich mit den Energy Drinks eigentlich gar nicht so sehr aus. Bis auf dieses eine Erlebnis und das hat mir gereicht. Aber die Kurve hier gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, wir fahren wirklich richtig. Ich denke schon. Irgendwie muss doch die Straße irgendwann mal da hinten hinführen. Wollte man meinen. Oder irgendeine Abzweigung davon. Sieht gut aus. Ich glaube, wir sind gleich da. Moment, wie heißt das Opfer? Was habe ich gerade für einen Namen gesagt? Weil vielleicht ist das vielleicht auch die Kunsthändlerin? Heißt die nicht so? Ich weiß es nicht. Diana. Ah, ich bin mir nicht mehr sicher, wir werden es gleich sehen. Yeah, noch schnell $30 aufgeschnappt. Ich glaube, es ist schon die beste Freundin von Anna. Ja, ich glaube auch. Ich kann mich auch an die erinnern und wie man, was man erfindet. Becky, sorry. That's all he would say since I got here. Quint, tell me, what did you see in there? Damn. Did you see the raincoat killer? Damn. Thomas, did you see Nick here? Oh, Becky! No. When I got here, he was already like this. Yeah, he should be here soon. Call George and tell him to get over here. Wait out here. I'm going inside. Once they both get here, follow George's orders, okay? Yes. But Agent York, isn't it dangerous to go in there alone? Don't worry. Zach is with me. Zach, let me smoke one first. I need to clear my head so I can take everything in. Okay. Von mir aus. Ah ja, roter Ladebildschirm. Wir wissen, was das bedeutet. Weil du das schreibst, Metatron, von wegen Überdosieren mit Energy. Ich hatte zweimal in meinem Leben bis jetzt wirklich von Kaffee, aber eigentlich nur eine Koffeinüberdosis. Das ist extrem unangenehm. Zack, they're here too. Das ist mir leider auch schon sehr oft passiert. I have a nasty feeling about this. Let's hope it's not a big welcoming party. Was sehr oft. Ja, tatsächlich. Mir ist zwei oder dreimal, aber das ist im Grunde fast wie eine Panikattacke. Im Grunde. Ja, genau. Mit Herzrasen und Nervosität und Unruhe und einfach auch psychisch sehr unangenehm. Oh Gott! Ja. Da kommt wieder der Color Move. Diddle-dim. Was für ein Haus lebt die denn auch? Ja, ich schätze mal, das ist nur die Horrorversion des Hauses mit den langsamsten Schranktüren ever. Ich schätze mal, das Haus sieht normalerweise nicht so aus. Denke ich. Ich weiß es nicht. Hm. Mal schauen. Ist alles möglich. Hä? Wie komme ich denn hier überhaupt? Ach so, müssen wir durch die Tür gehen. Ich würde sagen, wir spielen jetzt bis zum nächsten Telefon. Wann auch immer das kommt. Vielleicht durch die Tür, vielleicht erst... man weiß es nicht. Irgendwann. Ach, da ist es. Da ist es. Okay. Na gut. Zach, that's a strange coincidence. Look. Red velvet. Just like the place where Anna was murdered. Wobei das, glaube ich, schon recht cool auch ist, wenn er hier fertig ist, oder? Mit dem
kann mich erinnern, dass das ziemlich cool ist auch danach. Aber trotzdem, so lange können wir jetzt nicht mehr machen. Das dauert noch lange, glaube ich. Ja, ich glaube auch, du bist halt wieder in so einer... Ja, das ist wieder ein längerer Dungeon, den können wir heute echt nicht mehr machen. Dann haben wir was, auf das wir uns freuen können fürs nächste Mal. Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle. Bling. Schlafen müssen wir nicht, umziehen müssen wir uns auch nicht, die Waffenbox müssen wir auch nicht. Und speichern wir. Na gut, Leute, dann machen wir jetzt Schluss für heute. Nächste Woche ist, wie gesagt, ein streamfreier Tag. Oh, guck mal, wie die Teetassen hier angeordnet sind. Alle mit irgendwas gefüllt. Ha, komisch. Nächste Woche ist, wie gesagt, streamfreie Woche, aber am darauffolgenden Dienstag am 19. ist das dann schon, wie die Zeit vergeht. Am 19. geht es dann wieder weiter mit Deadly Premonition und dann werden wir den Fall hier, also werden wir aufdecken, was hier passiert ist und so weiter. Und das wird ziemlich cool. Auf jeden Fall. Kann ich schon mal verraten. Wenn ich mich recht erinnere, zumindest. Na dann. Vielen Dank. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank für die vielen Bits. Und bis dann. Bis zum 19. Bis dann. Ciao. Ciao.